Es war wirklich eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Ich bin dann ins Wasser gesprungen. Oh nein, mein Rock. Oh Gott, mein Rock ist hochgeweht. Ja, Melifantis. Oh, guck mal, wie die da stehen. Ey, sieht man das? Das ist mein Arsch. Mein Arsch schwitzt so doll. Das ist nicht mehr normal. Und wie viel hast du abgehoben? 10.000. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade noch stabil in Thailand auf Koh Samui und ich habe hier jetzt gesehen, es gibt Tauchgänge und ich war in meinem Leben noch nicht tauchen. Das war so einer meiner größten Träume, dass ich mal diven gehe und ich dachte, keine Ahnung, es fängt immer an, dass man irgendwelche Kurse im Pool macht, aber nö, es gibt hier jetzt irgendwie so Kurse, da springt man einfach direkt rein und da habe ich Bock drauf. Deswegen gehen wir jetzt gemeinsam rein und gucken mal, ob wir vielleicht für morgen tauchen können. Okay, kann losgehen und mal sehen, ob wir für morgen Platz bekommen. Top! Erstmal meine fake Nikes ausziehen, gemeinsam mit Fabi, das ist ein Kumpel von Kulubu, gehe ich jetzt hier rein. Ready zum Diven, man sieht schon, Level Zero, ich bin also aufgeregt. So, wir waren jetzt gerade drin und man muss sagen, es hat ganz gut funktioniert. Tatsächlich sind für morgen noch 3 Plätze frei. Die 3 Plätze sind jetzt für uns reserviert. Morgen ganz früh aufstehen, 7.45 Uhr oder was? Korrekt, ja. 7.45 Uhr ist korrekt. Ja, und werde dann morgen mal früh aufstehen und schauen, dass hier mein kleines Träumchen lebt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gemacht und bin gespannt. Also Chris hat mehr Angst vor den Haien und vor dem dunklen Wasser, während ich einfach Angst habe, keine Ahnung, dass ich keine Luft bekomme unter diesen Dingern. Weil auch immer, wenn ich schnorcheln gehe, ich siff, also keine Ahnung, ich trinke die ganze Zeit das Salzwasser und denke mir, was mache ich denn, dass ich mittlerweile schon ohne Schnorcheln einfach tauchen gehe. Naja, deswegen habe ich Angst, dass ich morgen einfach die ganze Zeit nur Salzwasser schlucke. Aber ich nehme euch mit. Let's go. Nächster Tag. Top, Junge, ich bin der schlechteste Influencer auf dieser gesamten Welt. Nächster Tag ist angebrochen und mir ist aufgefallen, ey, von dem Tag habe ich gefühlte so 0 Clips, weil ich einfach voll wenig gefilmt habe, sondern wirklich einfach diesen Tauchgang so doll genossen habe. Und es war wirklich eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Ich bin dann ins Wasser gesprungen. Erstmal habe ich gefühlte 500 Mal Salzwasser geschluckt, bevor ich irgendwann verstanden habe, okay, ich sollte einfach ruhig atmen, wird schon alles schief gehen. Ich kann diesem Ding da vertrauen, wo die Luft rauskommt. Wird schon alles schief gehen. Ich kann nicht mehr so schnell gehen. Egal, war auf jeden Fall richtig cool. Unter Wasser habe ich dann da so Fische gesehen, die richtig bunt waren. Und es war einfach die Erfahrung meines Lebens. Ich habe so da genossen. Es war so eine schöne Erfahrung, sowas in meinem Leben mitnehmen zu dürfen. Und bin einfach dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ich denke, das werde ich nochmal in meinem Leben machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das letzte Mal war. Ja. Ich befinde mich gerade nach wie vor in Thailand. Chill hier gerade vor so einem Hostel. Und hier sieht man meine gute Harley und ich habe hier Leute kennengelernt, Fabi und Ender, Kumpels von Chris, dem guten Kulubu, jetzt auch meine Kumpels. Genau, und wollen gleich mal gemeinsam schauen, dass wir vielleicht ein Motorrad ausleihen für Fabi und dann gemeinsam vielleicht ein kleines Stückchen fahren ins Inselinnere von Koh Samui. Darf mir wahrscheinlich den Roller von Ender ausleihen, das wäre ganz cool und warte jetzt noch auf Fabi auf den Schlüssel und dann, ja, wird nach dem Motorrad gefahren. Ich freue mich. Leute, Luxus. Ich kriege den blauen Scooter. Was halten wir davon? Hast du auch den blauen Scooter? Nein. Nur einen gelben. Ey, wir sind hier direkt am Flughafen, Leute. Ja. Und das hier ist der Fabi. Willst du dich vorstellen? Was machst du so im Leben? Ich möchte darüber keine Auskunft geben. So, Leute, stabil. Jetzt auf dem Roller unterwegs. Oh nein, mein Rock. Oh Gott, mein Rock ist hochgeweht. Erstes Mal Roller fahren und ich fühle mich gut. Die Straßen sind leer für thailändische Verhältnisse. Hier müsste gleich irgendwo der Motorradshop kommen. Mal sehen, was man hier für Motorräder und für was für Preise buchen kann. Ist ja vielleicht auch spannend für den einen oder anderen von euch, ne? Falls ihr mal nach Thailand fahrt und sagt, ey, ihr wollt euch ein Motorrad buchen. Ja, nehme ich euch mit. So, es war gerade das erste Mal fahren, Roller-Dings in meinem Leben. Ey, sieht man das? Das ist mein Arsch. Mein Arsch schwitzt so doll. Das ist nicht mehr normal. Ey, es ist so cool. Ich bin gerade das erste Mal Roller gefahren. Ich habe keinen Unfall gebaut. Wie habe ich mich angestellt? Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Alter, was habe ich gerade gesagt? Fahren, Roller, das erste Mal in meinem Leben. Ich glaube, ich brauche mal was zu trinken. Also, Motorradfahren kann sie auf jeden Fall. Roller fahren war noch so. Reden wir nicht weiter darüber. Roller fahren. Ich habe erst mal gefragt, ob es da Gänge gibt. Ich dachte, beim Roller gibt es auch Gänge. Rollerfahren ist ja so einfach, aber auch richtig entspannt. Ja, genau, jetzt werden wir erstmal, was müssen wir machen? Geld abheben? Geld abheben, leider, ja. Wir haben ja gerade beim Tauchen einiges bezahlt. Ja. Und dann muss ich mal gucken. Ich habe aktuell auch nur einen Roller und dann wollte ich mir jetzt ein Motorrad mieten. Und wie viel hast du abgehoben? 10.000. Wie viele Euro sind das? 280, 270, 290 Euro, je nachdem, was man für Kurs bekommt. Es ist so unfassbar, wie das Geld hier. Aber
Also auch durch die ganzen Aktivitäten und so. Das ist nicht mehr normal. Aber ist auf jeden Fall genug, um sich jetzt... Wie toll ist ein Motorrad, wenn man hier Motorrad hat? Ja, auf der Seite stand was von pro Tag 1800 Watt. Also was sind das dann so? Irgendwas zwischen 50 und 60 Euro. Boah, aber auch teuer. Wäre schon teuer. Das ist sehr teuer. Das war jetzt für eine MT-07. Oh, hier kann man die Motorräder mieten, Leute. Die Honda hier finde ich ganz geil. Bin mal gespannt, wie teuer die ist. Oh, eine MT-07 wird er sich wahrscheinlich für entscheiden, weil er zu Hause, glaube ich, eine MT-09 hatte. Mal sehen, was es wird. Ey, wie verlassen das hier aussieht. Ich bin gespannt. These are the bikes you still have, right? Okay. Okay, also er wird sich jetzt für die MT-07 hier entscheiden, wie ich schon angedacht habe, das Bike hier vorne. Und das kostet hier in Thailand so um die 50, 60 Euro am Tag, 24 Stunden und man bekommt auch keinen Rabatt, falls man das Bike früher abgibt. Genau, aber ich freue mich. So kann ich mal gemeinsam hier ein bisschen fahren und schauen, wo es mich heute hinträgt. Cool. So, wir sind jetzt gerade noch bei der Helmauswahl. Der Helm ist nicht ganz so passend. Willst du noch mal zeigen, wie das Ganze aussieht? Genau, also der Plan ist jetzt, dass wir gemeinsam mit den Rollern wieder zurückfahren. Man muss nämlich den Pass abgeben hier, um das Motorrad abholen zu können. Dementsprechend werden wir jetzt die Roller abgeben, den Pass zurückbekommen, dann werde ich auf meiner Harley mit ihm gemeinsam wieder hier hinfahren und dann die MT-07 abholen. So, jetzt erstmal die Maschine hier rausschieben. Und so, let's go. Und jetzt fährt die sich runter. Hammer cool. Und jetzt beruhige ich ein bisschen den Boden. Geil, oder? Jetzt ist die Frage, ob du so aufsteigen kannst. Das werden wir jetzt rausfinden. Steig mal so richtig vorsichtig auf. Glaubst du, du berührst noch den Boden, wenn du aufsteigst? Oh ja, das ist geil. Bist du schon drauf? Und halt dich gut fest. Wieder guckt, der denkt sich, aber was macht die denn da? Die Struggle eines Mannes, wenn er so sitzt, bei der Frau drauf sitzt. Nee, kannst dich am Bauch festhalten, wenn du willst, das ist schon okay. Weil sonst, wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, dann fällst du ja direkt runter. Wie groß ist deine Angst gerade? Naja, wenn du stehst, so, jetzt müssen wir gleich bei dem Motorradstand hier ankommen, wo die Motorräder verliehen werden. Muss er einmal seinen Pass abgeben und dann hat er die MT-07 und dann kann es losgehen. Stabil. Das ist überlebt, mein Freund. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Meine gute Lone Rider-Tasche wieder festmachen. Ey, ohne Witz, ich liebe die auch. Ne? Ich habe diese Tasche seit ja, stabilen 3 Jahren mit auf meiner Reise tatsächlich und nicht einmal ausgetauscht. Und klar, die sind mittlerweile schon ein bisschen mitgenommen aus, aber hält immer noch super. Und ich schmeiß den ja jeden Tag in mein Zelt rein und trotzdem geht's dann auch gut. Und ich benutze den immer als Rucksack und ansonsten einfach als Tasche, die ich hier hinten rauf mache. In diesem Urlaub ja tatsächlich nur eine Tasche. Ne? Ich habe gar keine Seitentaschen diesmal dabei, weil ich dachte, oh, Platz sparen. Mal sehen, ob ein Urlaub auch so funktioniert. Und gerade jetzt funktioniert es sehr gut, weil Chris Dschungel nicht lieben gelernt hat. Dementsprechend sind wir hier viel in Hostels unterwegs. Bevor es dann für mich in die USA geht. Kanada, Hawaii, Neuseeland sind meine nächsten Anlaufstellen. Ich bin so aufgeregt und freue mich da dann auch wieder sehr auf die Landschaft. Aber natürlich in Thailand ist das auch nicht das letzte Mal, dass ich hier im Dschungel geschlafen habe. Mal sehen, ob Kulewu mich nochmal begleitet oder ob es mich alleine nochmal in den Dschungel trägt. Aber wie auch immer, ich genieße das hier sehr, genieße sehr verschiedene Leute kennenzulernen. Und ich bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich. Da steht er mit seiner schicken Maschine. Let's go! Ich habe gerade meinen Kumpan verloren. Mal sehen, was er schreibt. Muss tanken, war leer, aber ist nicht mehr. Oh, scheiße. So, dann wollen wir gucken. Hier fahren wir nämlich, glaube ich, gleich rein. Speicher voll. Ah, okay. So, da kommt er ja, die Schnecke. Da müssen wir rein. Da. Also langsamer werden. Optimal. Nein, 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 nein! Oh nein! Auch schlau von den Leuten, die das. Achso, muss man jetzt hier halten oder was? Ah, hi! Is it possible to drive here? We just want to drive here. No, drive. Get on here. Drive? Okay, thank you. Okay. Oh nein, hier sind Elefanten. Oh Sünde, guck mal, dann reiten die Leute. Oh, die haben immer wenig Platz. Oh, ist das Sünde. Die armen Elefantis. Oh, guck mal, wie die da stehen. Oh, Bubi. Oder willst du Elefanten reiten? Nee, okay, gut.
Bin jetzt einfach mal die nächste Straße rechts reingefahren. Mal sehen, wo wir enden. Boah, voll geil. Hier geht's noch voll weit. Oh, ich weiß, ich habe Fabi gar nicht gefragt, ob er schon mal Offroad gefahren ist. Scheiße, er kommt gar nicht hinterher. Dabei fahre ich richtig langsam. Fabi, du schaffst das. Wo bleibt er denn? Scheiße, ich weiß gar nicht. Es geht schon ein bisschen steil. Ich weiß nicht, ob er jemals Offroad gefahren ist. Okay, das sieht mir nicht danach aus. Oh nein, nicht fallen, du schaffst das. Keine Vorderradbremse. Ich glaube an dich. Maschine, sag ich dazu nur. So, wo können wir denn jetzt mal schöne Bilder machen? Von mir und meiner Harley. Oh, Blatt, Blatt, Blatt. Hier. In der... Na, vielleicht... Jetzt blinkt da meine Kamera rot. Optimal. So Leute, jetzt könnt ihr sehen, wie hart mein Job ist. 50 Grad Sonnenschein. Würdest du das in deinem Leben machen wollen, jeden Tag? Aber für mich ist heute richtiger Jackpot, wenn ich dich habe, der mich fotografiert, einmal hier mit der Panamerika. Ich kann nicht mehr. An der Stelle will ich nochmal sagen, ey, es waren literally 40 Grad oder so. Wir haben so geschwitzt. Ich bin natürlich voll dankbar, dass das mein Job sein darf. Das soll nicht falsch rüberkommen. Ah, war richtig dankbar, dass Fabi da geholfen hat. Hat hier den kleinen Clip gemacht, das Bild gemacht. Let's go, weiter geht's. Boah, der ganze Körper juckt schon wieder. Ey, die Mücken hier sind so krass. Naja, wir werden uns jetzt auf unser Bike schmeißen. Und ja, schauen, dass wir, keine Ahnung, weiterkommen. Ey, hier sind so viele Einheimische. Das ist geil hier. Okay, jetzt wird's weird.